Was geht, Freunde? Grüßt euch und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und Freunde, heute der erste Stadion-Vlog. Aber die tollen Supporter wissen, der Vlog hier ist ein Re-Upload. Der ist vor 5 Monaten entstanden auf meinem alten Kanal. Deswegen will ich hier einen Re-Upload machen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, weil hier werden in Zukunft öfter Stadion-Vlogs kommen. Ich wollte euch mal ein bisschen so zeigen, wie das ungefähr aussehen kann. Aber ich verspreche euch, die Videoqualität wird auf jeden Fall noch besser. Und Ton muss ich auch schauen, dass ich da lauter rede, wurde mir empfohlen. Viel Spaß mit dem Video. Was geht, Freunde? Grüßt euch und willkommen zum ersten Vlog auf meinem Kanal. Und heute, ihr seht schon, wir sind in Düsseldorf. Es geht nach Duisburg. Duisburg gegen Mannheim. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und kommt auch gerne auf Twitch vorbei. Rein da! Und da sind wir angekommen, Freunde. Duisburg ist echt. So, Freunde, für alle, die neu eingeschaltet haben oder das erste Mal auf dem Kanal sind. Ich bin kein Duisburg-Ultra, ne? Tritt mir nicht jetzt auf den Schlips, falls du ein Ultra bist. Ansonsten, ja, ich bin halt Duisburg-Fan und Bayern-Fan. Deswegen dachte ich mir irgendwann, hey, kannst du mal vloggen? Kannst du mal so Duisburg gegen, jetzt Mannheim ist es am Ende geworden. Ich hoffe, Willi spielt. Die letzten Spiele waren ein bisschen Krise, vielleicht wird er wenigstens eingewechselt. Dachte ich mir, hey, MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim, da sehe ich mich. Freunde, und das ist halt der Duisburg-Hauptbahnhof, hier seht ihr. Und hier ist das Hotel. Ich bin in Mörs geboren. Deswegen war ich als Kind sehr oft in Duisburg. Wir sind sehr oft gereist, in NRW viel rumgereist. Und da war schon so ein Hotel zum Beispiel nicht hier. Und hier das Gebäude stand schon da, aber es sah noch nicht so fresh aus hier, dieser Weg auch. Schon Jahre her, dass ich hier war. Aber ja, ich wollte kurz euch mal den Haupteingang zeigen. Jetzt gehen wir nach hinten, wo auch die Busse kommen und wo es dann reingeht, Richtung Stadion. Und hier, Freunde, ist der Ostausgang. Ihr seht schon, Polizei ist am Start, DB-Sicherheit, die ersten Fans auch schon. Und da Mörs, königlicher Hof. Ach ja, mit dem Bus bin ich früher immer zur Schule gefahren oder sonst wohin. Und hier ist das UCI-Kino Duisburg. Am Duisburger Bahnhof noch so ein Tippico. Macht dir clever, Tippico. Vielleicht auch nochmal auf Mannheim gehen. Willi trifft und Sieg oder so. Nice dann. Okay, Freunde, wir sind angekommen. Schau ins Land Reisenarena. Gerade im Fanbus, ich muss sagen, naja, Willi spielt leider nicht von Anfang an. Kleine Side-Infos noch. Ja, Mannheim Platz 7, Duisburg Platz 11. 6 Spiele gespielt, Duisburg davon 4 verloren. 2 unentschieden. Ja, ich hoffe, heute wird es besser natürlich. Willi auf der Bank, wie gesagt. Wurde auch schon einiges geschossen im Duisburger Fanbus gegen Willi. Ich hoffe, das Beste für ihn. Aber auch ein spannendes Spiel, geiles Spiel. Das Wetter ist trocken, Jungs. Das motiviert mich ein bisschen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo der Eingang ist. Und dann gehen wir rein. Freunde, gefühlt das halbe Stadion rumgerannt. Einfach am Eingang vorbei. Jetzt muss ich zurücksteppen. Nice. Hier spielen die Jungs gleich. MSV Duisburg. Wir sitzen irgendwo hier. Erste Reihe diesmal. Ich sag euch ehrlich, wenn ihr das Spiel genießen wollt, immer höhere Reihen nehmen. Reihe 1 wird zu nah sein. Aber hey, vielleicht auch mal Willi die Hand schütteln oder den Duisburger. Was denn? Dankeschön. Und hier sitzen wir, Freunde. Hier ist die Bank. Denk mal von den Gegnern. Und da, erste Reihe. Wir setzen uns hin. Und so sieht's dann aus. Und jetzt die Aufstellung unseres MSV. Unser Kapitän. Mannheim von links nach rechts, Duisburg von rechts nach links. Auf geht's, Kämpfer und Kriegen, Seppers. MSV!
Moskau sogar. Oder daraus resultierende Eckball, Freunde. Eckball kommt vielleicht. Konter, 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 ne? Konter, 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 ne? Oder auch nicht. Schade. Früher Wechsel, Freunde, einer hat sich schnell verletzt. 18. Spielminute, erster Wechsel bei unserem MSV Duisburg. Gute Besserung unserer Nummer 31, Benjamin! Und jetzt viel Erfolg unserer Nummer 19, Schiedelu! Kann knallen. 1-0, Mannheim. Ich bin ehrlich, Jungs, hab nicht gedacht, dass der da jetzt reingeht, aber der hat eine Einzelaktion gebracht, wie ich. 1-0, Mannheim. Und die Jungs gehen zum Warm-up. Okay, Fanbase ist auch hinter mir. Billy! Gib mal rein, Billy! Heldos von Kopf. Wieder so ein Fackelweg. Weiß ich nicht, Duisburg. Weiß ich alles vor der Halbzeit, wichtig. Konter, 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 Konter! Einfach 45 Minuten, gelb-rot, ja moin. Die beiden nicht Julian Schieber. Freunde, gerade ist Halbzeit 1-1 steht's und ja, würde sagen auch verdient. Mannheim hat mehr Spielanteil, Duisburg, ja, Eckballtor halt 1-1. Ansonsten ja, bisschen schade, dass Willi nicht spielt. Das ist doch ganz komisch, Freunde. Irgendwie habe ich das Gefühl, Willi hat mehr Hater als Supporter, ne? Klar, wir sind jetzt hier in Duisburg, aber selbst die, die gerade so ein bisschen rumgeschrien haben mit Willi, Willi und so, ich weiß nicht, ob die Supporter sind oder nicht. Ja, ich kann verstehen, dass Willi, auch so ein kleiner Junge halt, ne, mit so einem Plakat, dass Willi sich da so ein bisschen abschirmt und nicht auf jeden zugeht, weil überlegt mal, ihr spielt nicht, sitzt auf der Bank oder so, hättet ihr Bock, da dann mit dem Lächeln so rauszugehen die ganze Zeit, ist so ein bisschen schwierig. Deswegen, ja. Und ach ja, wegen dem Wetter, Freunde, es ist arschkalt, ne? Und ich sag euch ehrlich, ich bin so fett eingepackt, war die beste Entscheidung. Kenne ich noch aus dem ersten Stadionbesuch. Ja, das war nämlich auch hier in Duisburg. Damals zum Kindergeburtstag eingeladen worden. Ich habe mir den Arsch abgefroren als kleines Kind. Seitdem immer hier jetzt. Ich habe unter meiner Hose Schlafanzughose an, Pulli, T-Shirt, Mütze, Handschuhe, Schal, alles dabei. Hoffen wir mal, dass die Duisburger das in der zweiten Halbzeit machen und Willi vielleicht eingewechselt wird. Freunde, kennt ihr den mal noch? Gerne in die Kommentare schreiben. Ja gut, das ist auch mein Platz, Willi. Das ist scheiße, hier ist mein Platz. Wir sind die Jungs. Achtung! Nee! Nice! Ich hab ein Fallchen! Sag mal, Jungs, was steht da? Willi, ja. Kann ich ein Autogramm haben? Zweite Halbzeit beginnt. 1-1. Schön geklärt, schön. Oh, wollt ihr, Mann? Hey, pass auf!
2-1 Mannheim. Mann, warte, ob ich mein Handy raushole. So ein Wirt, Mann. So ein Wirt. 3-1. Jetzt auch mal Willi bringen. Wenigstens etwas kommt. Doppelwechsel, Mannheim. Ja, 68. Minute. Und ebenfalls nicht mehr dabei, Nummer 20 Jahre mehr. Nun auf dem Feld wieder zeigen. Das Würzen im Sommer. Eckball, Mannheim. Fischer hinten ab. Hier hinten rückt der Willi ab. Oh, super. 79. Spielminute, Mannheim wechselt erneut. Außerpartie mit der Nummer 10, Pascal Sohn. Jetzt im Spiel mit der Nummer 29, Daniel Kaltarö. Kaltarö, kann ich euch nur das Interview mit Billo empfehlen. Auch mal abchecken. Ich sag 3-1, ist okay. GG's, einmal in Unterzahl gewesen. Ich hoffe, in Zukunft kann ich noch mehr Stadionvlogs machen. Leverkusen noch easy. Ihr könnt gerne auf Insta schreiben, wenn ihr an Karten kommt oder so, wo man easy Karten holen kann in dem Sinne. Ich würde sagen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. In Zukunft vielleicht mehr davon. Haut rein. Wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du nicht lernst. Ich bin jetzt 18. Was? Haut rein und ciao. Yeah. I got 1 grand on my dummy up. Who caught a million? My go yard up. I went against her, you still got a show. Born with the drip and just learned how to hustle. Look at your bitch through these DL by folks. I get me some hands, she been that shit over.